Tom, was für Wettbewerbe finden hier in Bad am Stadtwald statt? Wir haben hier unsere Landesmehrkampfmeisterschaften hier in Neumünster, die jedes Jahr ausgetragen werden. Das ist eine Qualifikation für die deutschen Meisterschaften, die auch jedes Jahr stattfinden. Und insofern eigentlich der Höhepunkt für viele Sportlerinnen und Sportler des Jahres. Welche Disziplinen werden bei den Landesmeisterschaften der Rettungsschwimmer ausgetragen? Vereinfacht gesagt simulieren wir Rettungsübungen. Das heißt, wie schleppe ich einen Menschen ab? Mit einer Puppe als Menschersatz, mit Flossen, mit Gurtretter, mit den klassischen Einsatzmitteln. Die Disziplinen sind tatsächlich relativ komplex in manchen Bereichen, aber genau das macht es auch so spannend und technisch auch anspruchsvoll. Die Landesmeisterschaften finden im Rahmen des Landesjugendtreffs der DLRG-Jugend Schleswig-Holstein statt. Erzähl etwas über dieses Treffen. Ja, das Landesjugendtreffen ist im Grunde das Klassentreffen der DLRG insgesamt. Das ist auch so wichtig, weil dieser Wettkampf alleine würde nicht den gleichen Spirit haben, wenn wir nicht das Landesjugendtreffen haben. Das heißt, ich treffe hier Gliederungen aus ganz Schleswig-Holstein, teilweise auch aus dem Bundesgebiet. Und einmal im Jahr kommt man alle zusammen und man sieht sich jedes Jahr wieder an unterschiedlichen Orten. Und das schweißt zusammen und das lässt diesen Verband insgesamt auch einfach zusammenwachsen. Für alle, die es noch nicht wissen, was verbirgt sich hinter den vier Buchstaben DLRG? Und wo sind Sie? Wo ist die DLRG zu finden? Das ist die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft. Wir sind mit 100 Ortsgliederungen vertreten im Land. Wir haben über 30.000 Mitglieder, davon über 21.000 bei uns in der DLRG Jugend. Das heißt, einfach mal schauen auf der Homepage der DLRG. Da gibt es auch eine Karte, wo man suchen kann. Und dann findet man bestimmt auch eine Gliederung in seiner Nähe. Es lohnt sich auf jeden Fall mitzumachen, denn wir bieten ja nicht nur Wettkampf, wir bieten Einsatz, wir bieten Taucher, wir bieten Hunde, wir bieten Umweltschutz, Jugendarbeit. Ein ganzes Potpourri, bei uns kann sich jeder wiederfinden. Was sind denn im Augenblick die großen, die wichtigen Themen für die DLRG, die während des Treffens reflektiert und diskutiert werden? Ja, die großen Themen sind natürlich immer Schwimmausbildung, also sprich Seepferdchen, das ganz große Thema. Die Wartelisten sind extrem lang, aber auch für Bronzeabzeichen haben wir lange Wartelisten. Kam jetzt gerade das neue Ergebnis aus dem Landtag, dass immer noch 70% der Sechstklässlerinnen und Sechstklässler sichere Schwimmer nur sind. Das heißt 30% nicht. Und im Grundschulalter, also 4. Klasse in die 5. Klasse, sind es ja immer noch 50%. Das ist eine erschreckende Zahl, die viel zu hoch ist für ein Land zwischen den Meeren. Also genau das hier verbreitet eigentlich den Spirit zu sagen, seid sichere Schwimmer, beteiligt euch in der DLRG. Und diese ganze Jugendarbeit, dieser Wettkampf auch, das Wettkampfgeschehen, ist quasi die Zwischenebene von ich mache mein Seepferdchen, mein Bronze in der DLRG und bin aber noch vielleicht zu jung, um Boot zu fahren, um Regatten abzusichern, um den Strand abzusichern. Und dafür bieten wir das an, um die Leute in der DLRG zu halten, um Spaß zu haben, um eine Gemeinschaft zu erleben und irgendwann für die Gesellschaft da zu sein. Wie ist die DLRG durch die Corona-Zeit gekommen? Hat sich die Pandemie negativ auf Mitgliederzahlen und den Nachwuchs ausgewirkt? Wir haben einen leichten Mitgliederrückgang gehabt in der Zeit. Wir haben uns mittlerweile aber wieder sehr, sehr gut aufgebaut. Wir haben Rekordmitgliederzahlen, also auch vor der Pandemie hatten wir diese Zahlen nicht. Und insofern, glaube ich, kann man sagen, wir sind gut durch die Pandemie gekommen. Das lag an vielfältigen Angeboten vor Ort. Die Gliederungen sind teilweise sehr kreativ geworden, haben Osterbasteln angeboten, wo man Baukästen nach Hause geschickt bekommen hat und viele andere Trainingseinheiten online zum Beispiel gestaltet hat. Also es gab viele Möglichkeiten und man muss auch sagen, der Verlust an Mitgliedern ist nicht so dramatisch gewesen, wie das in anderen Vereinen sichtbar war. Und ich glaube, das liegt auch eben genau an der Verwurzelung, an dem Spirit, der in der DLRG ist, dass die Leute sagen, das ist mehr als ein Verein für mich, das ist Teil meines Lebens. Und das, glaube ich, spiegelt sich darin auch wieder, dass wir nicht so stark durch die Pandemie von den Mitgliederzahlen jedenfalls getroffen wurden. Was ein Problem ist, sind definitiv Helfende. Das sieht man, wir haben 2 Jahre verloren. 2 Jahre, in denen Leute rausgewachsen sind aus dem Alter, wo sie vielleicht helfen können, weil sie jetzt mittlerweile woanders studieren, eine Ausbildung begonnen haben. Das fehlt uns schon, das dauert auch. Und wir sehen auch an den teilnehmenden Zahlen, die steigen langsam wieder. Das ist ein gutes Zeichen. Wir sind aber noch nicht da, wo wir hinwollen, weil wir vor Corona waren. Aber wir werden das schaffen, davon bin ich überzeugt.